Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgigen DAX Trade vor. Und wir sehen auf dem rechten Bildrand den DAX 14.100. Wir platzieren auf der psychologischen Marke der Big Number bei 14.100 die erste Box. 14.107 gehen wir long oder bei 14.092 gehen wir short. Wir machen das Bild etwas größer und sehen, dass wir ein sogenanntes Gap, eine Kurslücke hier haben. Schlusskurs gestern war bei 33, heute etwas höher, nämlich genau geschlossen 63 Punkte höher eröffnet. Der Kurs ist schon ein bisschen nach oben rausgelaufen. So, wie sahen die Blue Boxen gestern aus? 25er Box ganz spät abends. Dann gab es eine 27er Box hier, 48er Box, eine schöne 12er, die einmal angetäuscht hat, denn hier auch rausgelaufen ist. Eine 22er Box gab es, eine 24er Box. Also einige gute Setups gestern in den Blue Boxen gewesen. Schauen wir mal, wie der Markt heute sich entwickelt und blicken auf die Volam-Boxen, auch erstmal auf den gestrigen Tag. Ich schiebe das mal noch zurück. Dann sehen wir hier, das waren die Hedge-Auflösungstrade. Hier einmal rein, da einmal rein, da einmal rein. Also da waren auch gestern Vormittag gute Bewegungen dabei. Wie kommt die Volam-Box heute rein? Für alle, die einen Hedge haben. So, Volaboxen. Der DAX kommt rein bei 14.108. Das heißt wieder ähnlich eine Big Number. 14.108 zu 14.93. Das ist die Volabox. Also, das wird ein Big Number Trade um 9 Uhr sein. Gehe einmal rein in die Order History, dass wir da so, okay. Wie immer blicken wir dann einmal auf das große Bild und fangen an bei Bitcoin. 49.777. Nichts Großartiges verändert. Wir ja, bewegen uns jetzt zwischen dieser Zone hier 44 und aktuell 50.000. Ja, die Wochenkerze bei Bitcoin, ja, sieht unentschieden aus. Da gibt es also nichts Neues. Gehen wir auf den DAX, auf the DAX, auf Daily Basis. Oh la la, hier haben wir ein rotes. Das sieht rot aus. So, auf Tagesbasis sehen wir, wir haben eine rote Sonne, wir haben eine blaue Kerze, die wieder reinkommt. Auf Wochenbasis sehen wir auch hier die letztrige Woche. Letzte Woche war rot, diese Woche wieder blau. Wir haben Mitte der Woche, kann sich noch einiges hier tun. Gehen weiter runter und fangen an bei Gold. Gold 1733. Auch hier sehen wir jetzt, wir sind ein Stückchen weiter nach unten gelaufen. Die Wochenkerze auf Goldbasis sieht nach wie vor rot aus. Das heißt, eigentlich seit dem 3. Januar, ja, haben wir eigentlich abfallende Kurse. In Gold. Öl fällt auch ein bisschen, 59,88. Technologiebörse haben wir noch kein Short Setup auf Wochenbasis. Auf Daily Basis sehen wir, gab es hier dieses Short Setup nach unten gelaufen. Jetzt kommt eine leichte Gegenbewegung. S&P 500 gab es ein Short Signal, wurde erstmal nicht bestätigt. Wir sehen seit 3 Tagen läuft der Markt wieder rund, also Montag, Dienstag und das ist die heutige Kerze. Schauen wir mal, ob das heute Abend bestätigt wird. The Dow Jones ähnlich short und dann seit Montag, Dienstag, Mittwoch dümpelt er so ein bisschen rein. Die Wochenkerze sieht auch unentschieden aus. Also schauen wir mal, wie der Markt hier endet. Okay, Bitcoin haben wir und dann warten wir jetzt auf unsere Setups. Heute kommt Christoph wieder mit rein in den Raum. Christoph ist heute wieder mit dabei.
So. Die Big Number Trade ist jetzt aktualisiert. Beziehungsweise scharf geschalten. 14.107 gehen wir long und 14.092 gehen wir short. Und ganz kurz, wir sind raus mit dem Eröffnungstrade. Raus mit dem Eröffnungstrade für unser Videotagebuch und somit verabschiede ich mich von den Damen und Herren. Und wir haben eine Vola-Box. Da komme ich gar nicht rein. Also 17,5er Vola-Box ist leider Gottes raus. Komme ich nicht rein. Vielleicht wird er nochmal aktiviert. Ich verabschiede mich kurz von den YouTubern. Euch einen schönen Handelstag. Wir machen im Live-Trading-Raum weiter und switche jetzt kurz rüber zu Christoph mit seiner Doppelbox.